Neulich war ich wegen einem Fußschaden in der Werkstatt. Da wollten die doch tatsächlich schweißen. Da habe ich gefragt, könnt ihr nicht nieten? Schweißfüße sind so unangenehm. Ha, 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 au, 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 au. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Der einzigen deutschen Game-Sendung mit den wirklich relevanten Themen. Auch in der neuen Folge Game 2 zeigen wir euch tolle Sachen, von denen ihr noch gar nicht wusstet, wie toll sie sind. We are going to see Donald Trump in person in New Hampshire. Are you serious? Zuerst geht's ab nach San Francisco. Wir haben hier die GDC besucht. Hier gibt's lauter Austausch-Input, Experimente. Mann, das lässt die grauen Zellen direkt Tango tanzen. Anschließend heißt es Tschüss Stadt mit der roten Brücke und Hallo Weltraum. In Prey kämpfen wir gegen gefährliche Polstergeister im All. She's hiding behind the chair. Und was wäre eine Woche im Spielebusiness ohne Kampfroboter und Krieg? In Nier Automata gibt es beides. Ob ihr jetzt der Kaiser Augustus seid, der der Sache ein Ende setzt? Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es Höschenblitzer. Mann, wenn die dick und unästhetisch sind, dann hätte ich was dagegen. Ne? Und nach Nier wird im kürzesten Monat des Jahres unter'n Rock geschaut. Nicht alle Spiele haben es da in die Sendung geschafft und man will sich ja nichts entgehen lassen. Wollen wir eine Runde synchron schwimmen, Süße? Und was ist eigentlich mit diesen 180 Nerdscope-Leuten los? Wir sind nicht befreundet, nicht im Entferntesten. Was erzählst du da, Krotzi? Wir sind die allerbesten Freunde. Das erfahrt ihr dann am Ende der Sendung. Ordentlich. Was erzählst du da, Kotzi? Wir sind die allerbesten Freunde. Ja, reicht, kann man immer bringen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Überblick. Das erwartet euch alles hier. Und ein Thema habt ihr vielleicht schon gehört, sorgte im Vorfeld für Kontroversen, glaube ich. Ja, auch nämlich im Forum. Nier Automata als Spiel generell. Nein. Nee, auch im Forum gab es kontroverse Sachen. Ja, Höschen, ne? Ja, aber Höschen. Darum kümmert sich ja Michael Krugmann. Michael, was hast du dazu zu sagen? Moin Moin! Heute ist es ganz brisant, ganz knisternd bei uns. Wir haben was ganz Spezielles vorbereitet. Heute geht's um pure Ekstase und Erotik. Ja, da staunt ihr nicht schlecht, oder? Wir haben lange überlegt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Und wir ziehen's durch. Und ein kleines, geiles Beispiel gibt's jetzt schon. Später mehr davon. Jo, danke, Krogi, ne? Also, mich stört das auf jeden Fall auch. Da stand, hast du es gelesen? Was hast du? Ja, in der Szene gerade. Das R fehlte von Martin, da stand nur Martin. Vollkommen bescheuert. Nein, Höschen ist natürlich das Thema. Reden wir später drüber. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Super Krogmann ist am Start, aber wir fangen erstmal mit anderen Themen an. Wir gehen da später mit ins Detail, was die Höschen-Debatte angeht. Aber vorher wandern wir sehr weit weg in ein anderes Land. Ja. Und ein bisschen zurück in die Zukunft, denn es gab zwei Personen, die sind von uns in Richtung San Francisco unterwegs gewesen. Dort fand eine der geilsten, für mich persönlich und wichtigsten Messen überhaupt statt, nämlich die GDC. Du warst aber noch nicht da, oder? Ich wär arschgern mal hingefahren, also bin ich also noch hier. Nicht. Okay, nee. Dann schauen wir uns mal an, was es da gab. Ja, bin ich gespannt. Also GDC, unser Erfahrungsbericht von Tim und Simon, bitteschön. Hinter diesen Türen liegt sich verborgen die GDC. Gamescom und E3 sind ein alter Hut. Wir brechen auf in neue Gefilde. Unser erstes Mal auf der Games Developers Conference in San Francisco. Und so viel können wir schon mal sagen, wir sind schwer beeindruckt. Hier gibt's eigentlich alles. Hier gibt's Awardshows, hier gibt's jede Menge Experimente, jede Menge Indie-Entwickler, jede Menge frisches Fleisch und junges Blut für Gamer. Dinge, die vielleicht dann erst in einem Jahr wirklich relevant werden. Sehr, sehr spannend. Wir werden jetzt hier mal drüber laufen, werden ein bisschen die Luft atmen, die Kreativität schnuppern und gucken, wo wir vielleicht mal was probespielen können, wie das hier generell aussieht, was es von der Gamescom unterscheidet und natürlich, wo ich gratis Spiele abgreifen kann. Das finden wir gleich heraus. Man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber die GDC ist keine gewöhnliche Messe. Hier wird man nicht mit T-Shirts und Schlüsselbändern beschmissen und es gibt auch keine fetten Schlagzeilen.
Hier stehen die Menschen im Vordergrund, die sonst eher hinter den Kulissen werkeln. Die in feinster Kleinarbeit die Spiele zusammenklöppeln, die wir so lieben und die sich hier in San Francisco einmal im Jahr auf den neuesten Stand bringen. Und zwar am liebsten so. Vorträge, 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 Vorträge. Auf der Tafel hier stehen gerade einmal alle Termine für Mittwoch. Es wird also viel geredet. Aber es gibt auch was zu sehen. Auf dem Showfloor kommt schon ein bisschen Gamescom-Feeling auf, nur mit viel weniger Leuten und einem großen Thema. Was auffällt auf dieser GDC, und das finde ich sehr interessant, weil man davon noch gar nicht so viel mitgekriegt hat, es gibt enorm viele VR-Spiele in einer Bandbreite, die wirklich von Minispielen über Filme bis hin zu seriösen Anwendungen und allen Hardware-Varianten, die es gibt. Wenn man sich das alles anguckt, dann merkt man, das wird auf jeden Fall, zumindest aus Sicht der Entwickler, ein Riesenthema für die nächsten Jahre. Zu den alten VR-Hasen Oculus und Vive gesellt sich seit neuestem auch Google. Daydream soll von den meisten neueren Android-Handys unterstützt werden und bietet zusammen mit Stoffbrille und Fernbedienung eine potente VR-Erfahrung für wenig Geld. Naja, zumindest wenn man das Smartphone schon hat. Man sieht einfach schön aus, man hat diesen kleinen Planeten, der sehr plastisch wirkt, in einer sehr schönigen, cartoonigen Grafik. Geballert wird von alleine, gekämpft wird auch von alleine, ich mache irgendwie gar nichts. Außer laufen und entschärfen. Oh, jetzt bin ich gerade vom... Verdammt. Okay, wir haben es kapiert. VR ist das große Ding. Passend dazu hat Oculus eine Preissenkung ihres Touch-Bundles angekündigt, das nun $200 weniger kostet. Und auch Microsoft ist mit von der Partie. Mixed VR nennt sich der Hybrid aus realen und virtuellen Objekten, der sowohl für den PC als auch für die Xbox One Scorpio erscheinen soll. Dazu kommt eine ganze Wagenladung an neuen VR-Spielen, eins immersiver als das andere. Nicht so sehr Spiel, aber genauso spannend ist der VR-Film. Mit minimalen Interaktionsmöglichkeiten, dafür aber mit viel Witz und Charme, zeigt zum Beispiel Asteroids, dass VR auch im Animationsfilm eine neue Zeitrechnung einläuten könnte. Für mich sind VR-Kurzfilme schon so ein bisschen ein Trend, der vielleicht irgendwann losgeht, weil sie sind einfacher zu entwickeln als Spiele. Plus man kann die Aufmerksamkeit des Zuschauers auch sehr leicht lenken. Also die haben es perfekt gemacht, dass man irgendwie immer dahin geguckt hat, wohin man musste, obwohl man in einem Raum war, wo man theoretisch überall hätte hingucken können. Ich glaube, für Kinder und Junggebliebene wie mich ist das auf jeden Fall der neue heiße Shit. Wer VR in bester Qualität erleben will, braucht vor allem eines: Rechenpower. Fuck you, Science! Auf dem Hardware-Markt tobt auch in diesem Jahr wieder eine altbekannte Schlacht. Nvidia stellt ihre neueste Grafikkarte vor, die schneller und vor allem auch billiger als das bisherige Flaggschiff Titan X ist. AMDs Antwort nennt sich Vega und soll im zweiten Quartal erscheinen. Es sind aber eher die kleinen Dinge, die die GDC zu etwas Besonderem machen. Indie-Spiele, wohin das Auge reicht, und eine riesige Halle, die sich der perfekten Thematik für kreative Bastler verschrieben hat. Steuerung. Es sind viele abgefahrene Ideen dabei, unter anderem ein Zombie-Crawler oder ein Spiel, wo man in der Pappkiste sitzt. Und ein anderes ist hier von Henning, das heißt Close the Leaks, ist das korrekt? Jo. Was genau ist das? Ich sehe nur Schläuche. Im Endeffekt hat man in dem Spiel ein Raumschiff und das ist kaputt, das hat an den Seiten quasi Löcher, aus denen Luft ausströmt. Und die Luft strömt aus diesen Schläuchen raus. Und man muss dann im Endeffekt den Schlauch zuhalten vorne, damit die Luft im Raumschiff bleibt. Apropos Steuerung. Am Stand von Valve konnten wir die neuen Vive-Tracker ausprobieren. Die Bewegungssensoren können überall angebracht werden und übertragen Bewegung ins Spiel. So kann man dann zum Beispiel nervige kleine Dinos wegtreten und Baseball mit einem echten Baseballschläger spielen. Wir freuen uns schon auf die ersten Fail-Videos. Und was darf auf einer GDC natürlich ebenfalls nicht fehlen? Tech-Demos. Hier ist Protzen erlaubt. Stielaugen erwünscht. Egal ob Wasser, Feuer oder Rauch. Super Grafik in eure Augen. Und nebenbei erhascht man einen kleinen Vorgeschmack auf Final Fantasy auf dem PC und Borderlands 3. Nett? Die GDC ist eben ein kleiner Blick in die Zukunft. Deep Learning, Fotogrammetrie und andere komplizierte Wörter werden nicht nur die Zukunft von Videospielen bestimmen, auch wenn wir es nicht mitbekommen. Das war sie jetzt, die GDC. Hier geht sie noch ein paar Tage weiter, aber wir haben jetzt erstmal genug gesehen. Es gibt eine Menge coole Ideen, Experimente und Konzepte, wo ich gespannt bin, welche sich durchsetzen, welche nicht. Außerdem, der Indie-Markt wächst und wächst. Trends sind auch auf jeden Fall erkennbar. VR wird nicht untergehen, sondern an VR wird weiter gewerkelt. Also es fühlt sich wirklich an, als wär hier Gaming zu Hause. Es ist gemein.
Da haben Simon und auch Tim die Zukunft der Videospiele gesehen, denn die findet tatsächlich immer meistens in San Francisco bei der Games Developer Conference statt. Und Tim ist am Start. Du hast es zurückgeschafft. Schön, dass du da bist, Tim. Hallo. Ja. Ich habe gerade gesagt, die Zukunft habt ihr gesehen. Simon sah fertig aus, aber glücklich. War das wirklich so geil da drüben? Ja, es war schon, also für mich war es das auch das erste Mal. Ich war immer nur auf der E3 und auf der Gamescom bis jetzt. Und man muss schon sagen, klar, es gibt natürlich auch Sachen, die gleich sind, so, also Ähnlichkeiten, die man irgendwie sehen kann. Aber es gibt auch viele Sachen und einfach auch so das Feeling, irgendwie, was da ist, was irgendwie ein ganz anderes ist. Also man hat, es ist schon eine ganz andere Messe als die, die man irgendwie schon so kennt. Ey, wie viele Leute hast du schlafend da gesehen? Weil bei der Anmoderation im Hintergrund hat man einen Typen gesehen, der einfach eingepennt ist. Also ich meine, das Publikum bei der DGC, so wie ich das kenne, und ich kenne ein paar Leute aus Deutschland, die halt auch rüberfliegen extra. Mhm. Klar, die sind alles Tech-Freaks, das sind alle im Prinzip schon klischeehaft geekig, aber die haben alle Bock auf Technologie, die haben alle Bock auf die komischen Wörter, die du auch im Beitrag irgendwie mitgenannt hast, oder die im Beitrag stattfinden. Wie viele Leute hast du in Konferenzen gesehen, die einfach am Pennen waren? Ja, man sieht schon auf jeden Fall viele Leute, die zwischendurch mal irgendwie die Augen zumachen. Also wir haben mit ein paar Leuten auch gesprochen, die gerade in dieser Alt-Control-Halle war es dann halt so, da haben die teilweise bis in die Nacht davor irgendwie gewerkelt an ihrem Kram. So den einen, mit dem wir gesprochen hatten, der musste irgendwie seine Installation, die er da hatte, die wurde vom Zoll beschlagnahmt, weil die irgendwie aussah wie eine Bombe. Der ist dann in San Francisco rumgelaufen und hatte die ganzen Teile, die er dafür brauchte, irgendwo zusammengekauft beim 7-Eleven und was weiß ich was alles. Sehr geil. Hat es dann in der Nacht irgendwie bis 5 Uhr morgens dann auch irgendwie alles wieder zusammengebaut und dahingestellt. So. Aus Cocktailstäbchen und Milchshake. Ja, ohne Witz so. Und ich meine, so sehen die Sachen da halt auch aus und es funktioniert aber alles trotzdem und es ist einfach so. Dann siehst du die Leute da stehen, alle mit einem breiten Grinsen so, wenn die Leute dann da zum Stand kommen, das ausprobieren, weil das einfach, und dann fragst du dich, ja, warum macht ihr das? Ja, weil wir Bock drauf haben, so einfach, auch nicht um zu verkaufen, sondern einfach, weil sie es lustig finden, so. Aber das, würdest du das echt sagen? Also das ist so die Quintessenz, weil, ey, Gamescom, klar, das ist so Festival-Style, aber schlussendlich ist das ein Geschäft halt, ne? Mhm. Wir fahren da auch hin, weil wir Bock drauf haben, aber schlussendlich wirst du ja zugekackt mit Blinklichtern, Marken und Kram. Ich würde nicht sagen, dass es die Quintessenz ist, aber es ist halt auch auf jeden Fall da, klar, es geht um Networking, es geht um Recruiting, da die ganzen Studios suchen natürlich sich da ihre neuen Talente irgendwie, keine Ahnung, da wird ganz viel Business gemacht und das ist, welche mal, wenn es da klar, das ist die Quintessenz, um die es da geht, Business so. Aber was man eben auch sieht, und das ist halt einfach ein cooler Fakt, ist, dass es eben nicht nur darum geht, sondern es geht irgendwie auch um Kreativität, es geht darum, was auszuprobieren, um coole Projekte, und man hat einfach, wenn man da ist, so im Endeffekt so ein bisschen das Gefühl, dass man die Zukunft von dem Medium, auf das wir alle so stehen, so was in vielleicht in 1-2 Jahren auf uns zukommt und was dann auch an den normalen, sag ich mal, Konsumenten irgendwie herantritt, dass wir das eben jetzt schon erkennen können, so. Ja. Auch bei den ganzen Vorträgen natürlich und so. Das ist halt echt ein cooles Gefühl. Hattest du denn Zeit, apropos Vorträge, hattest du Zeit, dir so ein paar Vorträge mal anzuhören? Schafft man überhaupt? Ja, guck mal, wenn du so viel zu sehen hast, wie viele Vorträge schafft man so an einem Tag? Sind die so wie ein TED-Talk 15 Minuten lang? Oder? Man hätte diese Tafel gesehen, Alter. Das war einfach komplett. Ja, ist krass. Also alles schaffst du natürlich nicht. Also wir waren auch auf ein paar Vorträgen, auf jeden Fall. Aber ja, das ist natürlich, also wenn man jetzt wirklich dahin geht für die Vorträge, was, glaube ich, wahrscheinlich eigentlich das Coolste ist, was man da machen kann, weil da sind so krasse Leute, die da reden und so viele interessante Themen. Ja. So, dann sitzt du den ganzen Tag da und hörst die Vorträge an. Ne? Also das ist schon. Mhm. Aber gut, wir waren jetzt eher mal da, um so ein bisschen die Luft zu schnuppern, ne, um so ein bisschen zu gucken, alles mal so abzuschreiten, alles mal zu gucken, was da überall abgeht. So für uns, wie gesagt, war es ja auch das erste Mal. Und das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz anderer Eindruck, glaube ich, den man dann kriegt, wenn man jetzt wirklich auf den ganzen Vorträgen ist. Ja. Aber ja, also wie gesagt, das ist echt die Qualität, die Messe hat. Was ist denn die Zukunft für dich? Also was hast du, was hat Simon gesehen? Irgendwie, Simon ist ja gerade nicht hier, aber was hast du gesehen, wo du sagst, ja geil, das wird auf jeden Fall in 2 Jahren kommen? Also jetzt gar nicht nur VR, aber so, vielleicht hast du ein spezielles Beispiel. Ja gut, VR, klar, das ist ja jetzt, sag ich mal, auch niemandem neu so. Nee. Es war bloß eher neu, dass man gesehen hat, wie groß es dann doch ist. Ich meine, da gab es fast nur VR. Das war halt dann eher das, wo wir gesagt haben, wow, okay, krass, dass es dann so, schon so durchdrungen hat, irgendwie das Medium. Was ich sagen muss, was mich krass geflasht hat, war Deep Learning. Dass das halt wirklich, also KI, eine künstliche Intelligenz, die sozusagen, die du trainierst, darauf Sachen zu erkennen und so und Muster zu erkennen. Also die zum Beispiel für Spracherkennung, für Bilderkennung, ne? Also dass dann das ganze Internet durchforstet nach Bildern von Katzen und so, überall erkennt, da ist eine Katze drauf. So, das sind halt so eine Technologie, die irgendwie bald überall drin ist, so in jedem Handy, in jedem Auto, in jedem, überall einfach. Aber das ist genauso. Und irgendwie überall reinspielt, so, und auch halt so ein bisschen dieses Skynet-Ding irgendwie, ne, kommt da so ein bisschen durch. Und das ist halt super spannend, finde ich. Da hatten wir eine kleine Präsentation zu, wo ja auch, sagen wir, die Games-Industrie, ne? Ich meine, die treiben die
Entwicklung von Prozessoren voran und so weiter und so fort. Spielt da alles mit rein. So. Und auch in der Produktion von Games wird das natürlich auch eingesetzt. Und das ist ein super spannendes Thema. Und ich glaube, das wird bald unsere ganze Welt irgendwie, wird das maßlegend beeinflussen. Ja bin ich gespannt. Das ist schon, auf jeden Fall spannend. Also das ist die, auf jeden Fall mega nice. Das ist die technische Seite und die kreative Seite von Endzeit-Szenarien, die haben wir alle schon gespielt. Und es gibt auch ein neues Thema, oder? Ja. Was Endzeit-Szenarien angeht. Ja, genau. Es gibt nicht nur Neues bei den Erfindern, sondern auch bei den Spielen, die demnächst rauskommen. Und da hätten wir zum Beispiel Prey im Angebot. Das hat sich Michael angeschaut. Prey ist eine Marke, die über 20 Jahre lang rumgereicht wurde wie Sauerbier. Einfach keiner wollte sie haben. Das ist ja kacke! Bevor ich also von meiner zweistündigen Anspielsession berichte, will ich erstmal die bewegte Historie der Marke aufarbeiten. Alles begann in den 80ern, als MC Flatterbuchse den Hype Train schon mal anschob. 1995 wurde dann mit Prey der erste Teil der Serie von Entwickler 3D Realms angekündigt. Schon in der Urversion sollte ein amerikanischer Ureinwohner das Weltall aufmischen, musikalisch untermalt von der Schranztanzgruppe KMFDM. Ein Highlight, ganz klar. Doch das wichtigste Feature sollten die Levelportale ohne Ladezeiten sein. Damals grenzte das an ein technisches Wunder. Unglaublich ist nicht zu fassen. Das Vorhaben war einfach zu krass für die 90er. 2001 lizenzierte man dann die Grafik-Engine von Doom 3, weil die endlich potent genug war. 5 Jahre später stand Prey dann endlich in den Läden. Und wer hätte es gedacht, es war ein richtig gutes und originelles Spiel. Dank dem körperlosen Spirit Walk, dem Fehlen von oben und unten in den Levels und der krassen Schamanen-Story. Doch zu spät für 3D Realms. Denn die hatten auch mit ihrer anderen Marke Duke Nukem Forever ein wenig getrödelt, waren dadurch ziemlich angeschossen und mussten die Markenrechte von Prey 3 Jahre später an Bethesda verkaufen. Die hauten dann 2012 einen richtig schicken Render-Trailer zu Prey 2 raus. Mehr Open World, mehr Aliens und einen Bounty Hunter als Held. Das sah alles Hammer aus, hatte jedoch wenig mit dem Vorgänger zu tun. Vor allem eine Frage stellte man sich unweigerlich. Meine Vermutung, die Marke Prey lag halt so rum. Ist auch egal, denn das Ding wurde 2014 schon wieder eingedampft und stattdessen kurz darauf ein Reboot vom ersten Teil angekündigt. Und obwohl ich mich langsam frage, wieso man diese arme, geschundene Markenleiche nicht einfach in Frieden vergammeln lässt, habe ich diesen erneuten Gehversuch 2 Stunden lang angespielt. Zur Vorgeschichte. Der ursprüngliche Held ist komplett raus. In Prey tut man stattdessen so, als hätte Präsidenten Gigolo John F. Kennedy das Attentat überlebt. Daraufhin will er die menschliche Evolution pushen, indem man die ganze Staatskohle in Experimente mit Alien-DNA auf einer Forschungsstation im Weltall steckt. Ja. Ach so. Geballter Videospielschwachsinn also. Doch schon der grandiose Spieleinstieg macht alles wieder wett. Man spielt Morgan Yu, wahlweise männlich oder weiblich, und ist verwandt mit dem Forschungsleiter der Raumstation. Doch zunächst wacht man in einem schicken Apartment auf der Erde auf, packt seine Sachen und steigt in einen Helikopter. Und plötzlich starten epische 80er-Beats und das Spiel verwandelt sich in einen feuchten 80er-Jahre-Traum. Doch das Spiel versaut mir meinen Traum. Prey verwandelt sich im weiteren Verlauf in einen psychotischen Albtraum, in dem ich als laufendes Testobjekt gezwungen bin, mir Nadeln in den Körper zu bohren und in dem sich herausstellt, dass das Apartment, der Helikopterflug und eigentlich alles nur eine Holosimulation war. In Wahrheit ist man längst auf der Forschungsstation im Weltraum und hat infolge des ganzen Hirnpopelns sein Gedächtnis verloren. Und jetzt wird's erst richtig weird. Zu dem ganzen Mindfuck hat man ursprünglich selbst zugestimmt. Whenever you're ready, Morgan. Und wie in jedem Spiel, in dem Forscher übermütig werden, kommt die Erziehungsstelle. Denn die schwarzen Glibber-Kriech-Aliens, deren Gene für die Experimente dreist verwurstet wurden, sind ziemlich ungehalten. Und auch wenn sie aussehen wie ein Schluck Kaffee in der Kurve, sie sind gefährlich. Denn sie können sich in so ziemlich jeden Gegenstand verwandeln. Kaffeetassen zum Beispiel.
Anfangs war ich noch mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet, doch nach und nach schaltet man kreativere Wege frei. Ein Beispiel. Mit der Goo Cannon kriegen die schwarzen Kriecher ordentlich Bauschaum in die Schnauze und man kann sie anschließend in Ruhe zerkloppen. Die sind absolut hilflos. Die Waffe taugt aber auch dazu, um kleine Türme zu bauen und so andere Wege zu ermöglichen. Hinzu kommen Neuromods, die man sich fies per Nadel ins Auge schießt und die Sachen wie Hacking, Kampfskills, Schleichskills und so weiter fördern. Im späteren Verlauf erlernt man laut Entwickler auch die Skills der Aliens. Auch das mit dem Kaffee. Schöner, schwarzer, heiser, schöner Kaffee-Scheiße. Durch die vielen Möglichkeiten ergeben sich extrem viele Wege, das Spiel zu spielen. Das macht auch Sinn, denn die Forschungsstation Talos ist eher offen gebaut und bietet jede Menge versteckte Wege an. Die maximale Kreativität bei der Vorgehensweise ist also wieder Arcane-typischer Kernaspekt des Spiels. Mein Fazit: Prey hat sehr viele offensichtliche Parallelen zu den großen Helden des Shooter-Genres. Eine dystopische Welt mit Retro-Look und seltsamer Stimme aus dem Off wie in Bioshock. Kreative Waffenimprovisation und ein bedrohlich verlassenes Setting wie in Half-Life 2. Und flexible Lösungswege wie in Dishonored und Deus Ex. Aber hat Prey auch etwas Eigenes? Bleiben die schwarzen Glibberviecher auch nach längerer Spielzeit unheimlich? Kann die etwas maue Grafik bis zum Release noch zulegen? Ist der Endgegner John F. Kennedy? Ich bin ein Berliner. Nach 2 Stunden ist Prey schwer zu bewerten. Aber ich bin schon mal vorsichtig optimistisch. Das war unser Beitrag zum neu kommenden Prey, zum Prey-Reboot quasi. Ja, Prey, wie auch immer. Es heißt Prey und mich hat das echt gut zusammengefasst, finde ich. Also schöner, emotionaler, subjektiver Beitrag. Kann man auch nicht anders machen, das wenn man 2 Stunden gezockt hat. Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind ja nur die ersten 2 Stunden. Ja. Und scheinbar kriegt man schon nach den ersten 2 Stunden Panik vor Kaffeetassen. Finde ich in Ordnung. Also ich finde, über das Thema Kaffeetassen und Kaffeekonsum wird ohnehin viel zu wenig geredet. Ja, oder? Ja. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man merkt, wie absurd Spieleentwickler eigentlich jetzt denken müssen, also ferner von den Gameplay-Mechaniken. Um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Genau, Prey hatte ja damals in der ersten Fassung, hat es ja auf jeden Fall auch ein Alleinstellungsmerkmal, was zum Beispiel die Levelstruktur anging. Ne? Da konntest du ja so komisch rumfliegen und hattest so ganz viele komische visuelle Eingebungen. Das habe ich jetzt zum Beispiel in dem Reboot nicht wirklich sehen können. Aber immerhin hat man hier keinen Indianer, der gegen Aliens kämpft. Dafür Kennedy, Alter. Also okay. ich bitte Alter, dich. Das musste ich aber auch kurz schlucken. So, okay, John F. Kennedy investiert in Alien-Projekte. Ja, aber an Geschichten, wie gesagt, ich glaube, da werden wir in Zukunft auch nach wie vor, genauso wie es in der Historie der Videospielgeschichte einfach ist, war und ist und auch sein wird, immer wieder abstruse und sehr seltsame Geschichten und Ideen bekommen. Eine neue, die jetzt frisch rausgekommen ist und kontrovers eigentlich besprochen wird, hat auch Nier Automata. Und auch dazu haben wir ein kleines Review für euch. Moment mal, freizügige sexy Kampfroboter, schnelles Actiongeballer in fliegenden Kampfanzügen und dazu noch schlüpfrige Höschenblitzer? Wartet da etwa wieder das nächste 0815 Japano-Action-Rollenspiel auf uns? Falsch, es ist viel mehr als das. Nier Automata hat uns sogar richtig aus den Socken gehauen. Doch eins nach dem anderen. Nier Automata ist der Nachfolger des 2010 erschienenen Nier. Das ist wiederum ein Spin-off der Drakengard-Serie. Alle Neulinge können aber beruhigt sein. Vorwissen muss man für Nier Automata nicht mitbringen. Es erzählt eine völlig neue Geschichte. Nach einer verheerenden Alien-Invasion musste sich die verbliebene Menschheit auf den Mond zurückziehen. Von dort aus schicken die Menschen Androiden auf die Erde, die die Heimat von außerirdischen Maschinen bereinigen sollen. Ihr spielt dabei die Gothic-Lolita, Kampfeinheit 2B, die von dem Aufklärungsandroiden 9S begleitet wird. Auf ihrer Mission bemerken sie aber, dass sich die vermeintlich primitiven Maschinen seltsam verhalten. Ein Großteil von ihnen imitiert menschliches Verhalten, was nicht nur 2B und 9S merkwürdig vorkommt. Hallo, sind Sie Liebesdienerin 3000? Ja, das bin ich. Ich bin programmiert auf Liebe. Lass uns Spaß haben. Ja. So, ich habe bezahlt. Jetzt zeig mir deinen Port. Ja, ich bin schon ganz ölig. Oh nein. Du hast gesagt, dein Viruscheck war sauber. Au. Nier Automatas größte Stärke liegt in der einzigartigen Erzählweise. Die Geschichte scheint zunächst nichts Besonderes zu sein, entfaltet sich aber vor allem nach dem zweiten und dritten Durchspielen zu einem wahren Meisterwerk.
It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Ich weiß, nach dem ersten Ende legst du normalerweise den Controller zur Seite. Aber ganz ehrlich, nee Mann, mach das nicht. Denn erst danach offenbart sich die sehr emotionale und tiefgründige Geschichte der Androiden völlig. Ja, sie wechselt sogar die Perspektive. Überraschende Wendungen lauern hinter jeder Ecke. Und auch spielerisch habt ihr bis dahin noch nicht alles gesehen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Lasst euch nur sagen, je mehr ihr euch auf das Spiel einlasst, umso mehr gibt es auch zurück und geizt nicht mit magischen Momenten. Come on, let's go home. Nias Kampfsystem ist eine äußerst stylische und runde Angelegenheit. Das liegt daran, dass die Jungs und Mädels von Platinum Games dahinter stecken. Dass die genau wissen, was sie machen, haben sie unter anderem mit Vanquish oder Bayonetta bewiesen. 2B kann bis zu 2 leichte und schwere Waffen tragen, die sich frei im Kampf kombinieren lassen. Dann wäre da noch ein kleiner, fliegender Begleiter, der eure Gegner nicht nur mit Dauerfeuer, sondern auch Spezialangriffen wie Laserstrahlen oder Hammerschlägen beschäftigt. Ein gut getimtes Ausweichmanöver gibt euch zudem die Möglichkeit, einen Konter auszuführen, der nur so vor Style strotzt. Meistert ihr all diese Disziplinen, werden die Kämpfe schnell zu einer echten Augenweide. Segnet ihr dann trotz wieselhafter Reflexe doch mal das Zeitliche, kommen die besonderen Sterbemechaniken zutage. An der Stelle eures Todes lasst ihr euren Schrottkörper zurück. Diesen könnt ihr wieder auflesen, um eure Erfahrung zurückzuholen, kennt man ja aus Dark Souls. Das ist aber nicht alles. Auch eure ausgerüsteten Chips befinden sich noch in eurem Restmüll. Schafft ihr es nicht, diesen wieder einzusammeln, sind sie futsch. Alternativ könnt ihr aber auch euren schrottigen Leichnam wiederbeleben und für euch kämpfen lassen, was wir so noch nicht gesehen haben. Eine Wiederverwertungsmethode, die sicherlich auch außerhalb von Kämpfen praktisch wäre. Automata einfach nur als Action-RPG zu bezeichnen, wird dem Spiel nicht gerecht. Hier verschwimmen die Genregrenzen so fließend wie in kaum einem anderen Spiel. Habt ihr euch gerade noch in der Third-Person-Perspektive durch massig Gegner geschnetzelt, wechselt die Kamera plötzlich in eine seitliche Perspektive und ihr spielt einen Sidescroller. Oder ihr springt in euren Fluganzug und befindet euch inmitten eines Top-Down-Shooters. Kurz mal nicht aufgepasst und ihr seid in einem Text-Adventure. Auch auf Gameplay-Ebene spielt Automata so mit euren Erwartungen und überrascht stets aufs Neue. Natürlich gehören zu einem Spiel wie Nier auch fette Bosskämpfe. Wenn ihr schon immer mal gegen riesige Transformers mit massiven Schaufelhänden kämpfen wolltet, werdet ihr in Nier Automata definitiv zufriedengestellt. Die Bosse sind wohl dosiert und werden euch nicht zuletzt aufgrund ihres Designs und der imposanten Inszenierung im Gedächtnis bleiben. Those look like corpses. Ihr stärkt euren Charakter nicht nur mit Levelaufstiegen, sondern auch mit Computerchips. Diese nehmen je nach Wirkung mehr oder weniger Speicherplatz ein. Da der Platz begrenzt ist, müsst ihr genau überlegen, welche Art von Kampfmaschine 2B sein soll. Ihr könnt sogar die Chips entfernen, die euch eine Karte oder euren Lebensbalken anzeigen, um so mehr Platz zu schaffen. Natürlich darf da auch der Chip für das Betriebssystem nicht fehlen. Entfernt ihr diesen, stirbt eure Androidendame auf der Stelle. Genau diese Details sind es, die Nier Automata immer wieder zu etwas Besonderem machen. This thing's weird, 2B. Let's kill it. Good idea. Ein absoluter Pluspunkt von Nier ist der grandiose Soundtrack, welcher oft stark an Anime-Meisterwerke wie Akira oder Ghost in the Shell erinnert. Nicht selten sind wir einfach stehen geblieben und haben den mystischen Klängen gelauscht. Zusammen mit den eleganten Kämpfen kann es schon mal vorkommen, dass ihr so in einen tranceartigen Flow geratet. Schade, dass da die Grafik nicht mithält. Die Texturen sind teils so matschig, dass ihr auch denken könntet, ihr habt ein mittelmäßiges PS3-Spiel vor euch. Von den schon fast frech faulen Charaktermodellen sämtlicher NPCs brauchen wir auch gar nicht reden. Und was ist eigentlich mit dem Hals von diesem Typen los? Die monotone Farbgestaltung spielt der Optik auch nicht gerade in die Karten.
Auch wenn ihr euch in einem zerstörten, dystopischen Zukunftssetting bewegt, ist die offene Spielwelt doch ein Tick zu trist und leblos. Aber immerhin schlendern hier zahlreiche Wildschweine und Elche durch die demolierte Stadt. Auch wenn wir nicht verstehen, warum ausgerechnet diese beiden Tierarten den Weltuntergang überlebt haben, waren wir doch froh, dass sie da sind. Ihr könnt sie nicht nur erlegen und so Tierfelle sammeln, sondern ihr könnt sie auch reiten. Ja, genau. Und die sind flott und können sogar richtig driften. Ja, toll. Ja, juhu. Juhu. Ja. 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 Go, Ashy, go. Wem noch nicht aufgefallen ist, dass ihr hier ein durch und durch japanisches Werk vor euch habt, der hat wohl hartnäckig Tubis freizügiges Outfit ignoriert. Auch wenn ihr es noch so versucht, euch gegen die tiefen Einblicke zu wehren, zwingt euch die Kamera regelrecht dazu, auf die Schlüpferblitzer zu stieren. Das mag zwar dem ein oder anderen Lüstling da draußen gefallen, aber etwas mehr Kampf statt Sexroboter hätte auch nicht geschadet. Oh ja, Baby. Ihr merkt schon, Nier Automata ist kein perfektes Spiel. Und das unnötige Fehlen einer Autosave-Funktion hat das ein oder andere Mal zu einer Frustsituation geführt, wenn wir doch mal vergessen haben, manuell zu speichern und dann ausgerechnet beim Boss das Spiel hängen bleibt. Och nö! Aber ganz ehrlich, die vorhandenen Schwächen sind mehr als verkraftbar, wenn man im Ausgleich dafür eine so clever und kreativ erzählte Geschichte mit einem butterweichen Gameplay um die Ohren gepfeffert bekommt. Wenn euch ein Spiel nach dem Durchspielen so aus der Fassung bringt, dass ihr auch Tage danach noch sprachlos seid, hat es in unseren Augen alles richtig gemacht. Ja, ohne große Vorkenntnis oder Erwartungen hat uns Nier Automata echt aus den Socken gehauen. Boah, check das mal. Nier Automata ist eines der Titel, die unter ganz vielen Liebhabern, die vorher Bayonetta gespielt haben oder halt auch Vanquish, total auf Platz Nummer 1 ist, selbst wenn jetzt gerade Horizon Zero Dawn am Start ist, selbst wenn jetzt gerade das neue Zelda am Start ist. Kann ich vollkommen nachvollziehen als Bayonetta-Spieler damals. Ich war richtig begeistert von Bayonetta auch und ich würde es auch direkt spielen wollen. Vor allem, Markus war ja wirklich gerührt. Also das, was er am Ende sagt, so dass man ein paar Tage danach wohl was noch davon hat. Das meint stimmt er auch tatsächlich. So also wirklich, ich saß diese Tage danach nach ihm. Echt, war der so also, fertig oder was? Ja, der hat mir ja ein paar Sachen erzählt, die werde ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber es klingt alles unfassbar interessant und ein paar richtig innovative Ansätze, die drin sind. Ich finde es auch, ich bin sehr gespannt, weil wenn man sich sowas auf der Packung durchliest oder so, dann glaube ich... Ahnt man nicht, was da drinstecken kann. Wer weiß, Spiel, also keine Ahnung. Also das, was wir jetzt allein in diesem Beitrag gesehen haben, ich habe auch echt derbe Bock, das zu spielen. So. Ja, auf und jeden Fall. Bei mir ist dann wieder so ein Punkt, dass ich das Gameplay, dass mir das fast wichtiger ist. Also, dass es float und dass es flutscht. Und da habe ich tiefstes Vertrauen in Platinum Games, weil genau das ist das, was sie können. Mhm. Keine Ahnung, so dieser Grafikflow irgendwie, der interessiert mich gar nicht. So im Sinne von PS3-Grafik. Das ist genau dieses Gefühl, wenn man dann auf einmal Final Fantasy X zum Beispiel spielt und in seinem Gedächtnis hat man es in Erinnerung als das beste grafische Spiel aller Zeiten, machst es an und merkst so, ja, okay, nee. Und das zeigt, finde ich, auch wieder, wie Grafik im Prinzip bei einer guten Story oder bei einem guten Gameplay eben zweitrangig sein kann. Ne? Willst du es spielen? Ja, ich würde es auf jeden Fall gern spielen. Worauf würdest du dich am meisten freuen im Spiel? In diesem Spiel? Auf die Höschenblitzer natürlich. Selbstverständlich. Verstehe die Frage selbstverständlich, nicht. Selbstverständlich. Habt ihr ja gerade mitbekommen, also das war ja, wir haben irgendwie, weiß nicht, 8-9 Minuten Beitrag gehabt und da ging es mindestens 98% um die Höschendebatte. Und das beschäftigt uns natürlich hier als Redaktion und wen sonst könnten wir dann sozusagen ins Feld schicken, um euch auch zu befragen, wie ihr das Ganze seht, als unseren Hauptkommissar Krugmann. Krugmann, was ist da los bei dir? Schlüppis! Okay. Ja, verstanden. Leute, ich bin hier gerade auf Höschenpatrouille und hier ist so viel los. Es ist ein spannender Tag heute. Was hier mir heute wieder in die Radarfalle getappt ist, das glaubt ihr nicht. Und jetzt gerade wieder, brandaktuell, hier der Alex Delarge 1005 schreibt. Ganz einfach, als Kind hat man bei Super Street Fighter 2 immer Pause gedrückt, wenn man mit Chun-Li nach vorne gesprungen ist. Und weißt du warum? Weil man da hier Höschen gesehen hat. Wow, so viele Vergehen. Ich muss die alle stoppen. Das kann nicht so weitergehen. Das ist einfach brutal. Zum Beispiel hier weiter. Wieder einer in die Falle getappt. Kubak schreibt, die gute alte Peach in Super Smash Bros. Melee, die zur Seite B-Attacke und schnell auf Pause gedrückt. Was das so bedeutet, erklärt Baba. Dem möchte ich gerne hinzufügen, dass man Peach und Daisy in der Trophäensammlung unter die Röcke lunzen kann. Du Schwein! Und was ist das denn?
Höschenalarm wieder, hier, von Jorvus. Lineage 2 oder Lineage 2, ich habe keine Ahnung. Einfach schön, in diesem Spiel wird man mehr als diesen einen Höschenblitzer finden. Und diesen hier muss ich auch aus dem Verkehr ziehen, auf jeden Fall. Nailsy schreibt, auch wenn ich diesen Fetisch nie verstanden habe, Ashley Graham aus Resident Evil 4 hat mich am Anfang immer gefragt, warum sie so rumschreit, wenn man nach dem Runterspringen guckt, wo sie bleibt. Die Lösung ist dieses hier. Das Erotischste kommt natürlich zum Schluss. Heteropoda Maxima schreibt, ist zwar kein Game, aber natürlich Gregor als Sailor Moon. So unfassbar sexy, dass es sich für immer in mein Hirn gebrannt hat. Hier ist gerade Rush Hour auf der Schlüpferstraße. Ich muss weitermachen. Zurück ins Studio. Rush Hour auf der Schlüpferstraße. Und die Schlüpferstraße wird auch heiß diskutiert im Netz. Ey, müssen wir dazu was sagen? Nee. Müssen wir dazu was sagen? Also ich möchte gerne was dazu sagen. Und also doch. Also ich habe mal neulich Britney Spears und Christina Aguilera verglichen. Mhm. Und ich finde, Christina Aguilera trägt Höschen im Musikvideo definitiv besser, wenn sie schon nichts anhat, außer das Höschen, mhm, als Britney, weil guckt euch mal Toxic an, wenn sie die Stewardess ist und diese Saftschubsen-Nummer macht. Mhm. Man, das ist so das faltigste Höschen, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ist das so? Ist so. Ja. Und dann vergleicht das mal mit Dirty von Christina Aguilera, dieses geile rote Höschen, was einfach nur richtig nice sitzt. Ich glaube, das haben sie aber auch präpariert. Also ich habe mir das sehr genau angeguckt. Im Ernst, Leute, es gibt schlimmere Spiele. Ja, es gibt auch Grauzonen-Spiele. Ja, es gibt auf jeden Fall Sachen, die über eine gewisse rote Grenze hinausgehen. Auf jeden Fall. Aber lasst uns diese Diskussion nicht ausarten lassen. Es gibt übrigens sehr schöne, sehr, sehr schöne Pimmel, Penisse, Penen in Videospielen. Alter, Conan Exiles nicht gespielt? Da kannst du es einstellen, richtig. Rust nicht? Nein, habe ich. Stimmt, bei Rust habe ich es mal nur. Es gibt sehr viel, was ich dir zeigen kann, Sophia. Das vielleicht nächstes Mal, aber vielleicht gibt es ja sogar neue Spiele, die noch mehr Pimmel und Schlüpfer und was auch immer in den Videospielen verarbeiten, auf eine normale, ganz neutrale Art und Weise. Und vielleicht sogar schon welche, die schon rausgekommen sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen unsere Rubrik, lasst uns alle auf Pimmel und auf Schlüpfer achten. Voller Ausschlag auf dem Schlüppi-Radar. Weiß man nicht, Krogi ist unterwegs. Hier ist nochmal unsere nette Rubrik, unterm Radar. Unterm Radar, der Rückblick für Februar. Meine Güte, geht das wieder schnell. Der März hat doch tatsächlich schon den ein oder anderen Tag auf dem Kalenderbuckel und wir haben euch noch gar nicht über all die sehenswerten Games informiert, die es in den vergangenen Wochen nicht in unsere pickepackevollen Sendung geschafft haben. Ist ja gut. Keine Panik, das holen wir jetzt nämlich nach und lassen den rückliegenden Monat noch einmal Revue passieren. Den Anfang macht Limelight. Das kam zwar schon Ende Januar, soll aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben. Der 2D-Puzzler weiß nämlich nicht nur mit seinem minimalistischen Stil und einem herrlich beruhigenden Soundtrack zu überzeugen, sondern fordert obendrauf auch noch reichlich Hirnschmalz. Neokortex und die Stirn. Stadthirn, Stadthirn! Wirklich neu oder revolutionär mag das alles nicht sein. Wer sich aber einfach mal entspannt zurücklehnen möchte, könnte hier genau richtig liegen. Und wo wir schon bei entspannenden Puzzlern sind, können wir auch direkt zu Semisphere kommen. Da rätseln wir nicht nur auf einer, sondern direkt auf zwei Seiten gleichzeitig. Das ist erfreulich intuitiv und hält neben interessanten Gameplay-Kniffen noch eine kleine, aber feine Geschichte parat. Schade nur, dass der Spaß schon nach rund 2,5 Stunden wieder zu Ende ist. Besonders gut gefallen hat uns auch Night in the Woods. Das 2D-Adventure sieht nämlich nicht nur zum Dahinschmelzen schön aus, sondern entpuppt sich auch noch als mitreißende Metapher auf das Leben und das Altern. Zugegeben, wer wirklich Spaß mit Katze Mays Abenteuer haben möchte, sollte des Lesens nicht faul sein. Kleine Actionsequenzen bietet Night in the Woods zwar allemal, der Fokus liegt aber klar auf der Geschichte und den toll gezeichneten Charakteren. Dafür belohnen uns die Macher aber auch mit der Erkenntnis, dass auch in Katzen zumindest irgendwo viel Gutes steckt. Wer die angestaubte VR-Brille mal wieder aus dem Regal kramen möchte, sollte einen Blick auf Psychonauts in the Rhombus of Ruin werfen. Hier inszeniert Adventure-Urgestein Tim Schäfer eine ebenso fein geschriebene wie optisch abgedrehte VR-Welt, die vor allem mit einer gesunden Prise Humor punktet. It's adorable. Spielerisch mag das Abenteuer vielleicht nicht sonderlich fordern und mit knapp 3 Stunden Spielzeit auch noch recht kurz ausfallen. Als typische VR-Experience hat es uns der Ausflug in die skurrile Welt aber dann doch sehr angetan. In eine ganz andere Kerbe schlägt Stories Untold. Mit feinsten Synthi-Sounds, Röhrenmonitoren und Kassetten schickt euch das Text-Adventure von der ersten Sekunde an auf einen nostalgischen Trip in die 80er.
Die fehlende deutsche Übersetzung setzt gute Englischkenntnisse voraus, belohnt dafür aber mit einer Reihe von ebenso spannenden wie intelligenten Horror-Kurzgeschichten. Typische Text-Adventure-Stolpersteine vermeidet aber auch Stories Untold nicht. Herauszufinden, welches Kommando die gewünschte Aktion ausführt, kann schon mal etwas anstrengend werden. Zum Ende des Monats kam dann natürlich noch Torment Tides of Numenera. Das ist ein oldschooliges Fantasy-Epos für Rollenspiel-Konnoisseure. Eine faszinierende Welt und massenhaft gut geschriebene Texte legen den Teppich für Spieler aus, denen übliche RPGs einfach nicht hardcore genug sind. Lesen ist hier oberste Pflicht und nimmt gut und gerne die Hälfte der Spielzeit ein. Wer tolle Geschichten über moderne Optik und Mechanismen stellen kann, darf sich freuen. Hip, hip. Und ja, natürlich wissen auch wir, dass es neben den bisher genannten Spielen noch eine ganze Reihe anderer Titel gab, die irgendwie einen Blick wert sind. Im Sidescroller Bleed 2 ballert ihr im feinsten Pixel-Look alles in kleine Teile, was nicht bei 3 aus dem Fadenkreuz ist. Ys Origin hat es mehr als 10 Jahre nach dem Ur-Release auch in Europa auf PlayStation 4 und Vita geschafft und auch PC-Spieler dürfen endlich wieder saftige Wrestling-Schellen in WWE 2K17 verteilen. Wer also aktuell im März bislang noch nicht das passende Spiel für sich gefunden hat, ein Blick zurück kann sich durchaus lohnen. War das gerade Team Wiese ganz am Ende auf dem Treppchen? Ja, ich glaube, ja. Der ist doch unser Nachbar fast. Wie ist unser Nachbar? Wegen Bremen oder was? Naja, schon oder? Ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob er noch in Bremen wohnt oder ob er inzwischen, keine Ahnung, halt rüber in die USA gegangen ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er super mega erfolgreich als Wrestler und wir wissen es gar nicht. Na gut, aber der Mann findet in einem Videospiel statt. Welche größere Ehre gibt es? Weiß ich nicht. Meinst du, du schaffst es mal? Es gibt doch auch ein Spiel mit uns. Nee, wie mit ein Game 2 Spiel? Gibt es da nicht auch eins? Ja, das, also viele kleine Spiele ja, aber als Wrestler, glaube ich. Du wärst also gerne Wrestler. Ja, nee, naja. Eigentlich auch nicht wirklich. Nee, eigentlich auch wirklich. Du kannst ja die Leute ja aufrufen, Überweisungsträger an dich zu senden, wenn du Wrestler werden willst, damit du am Anfang so Support hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gebührenfinanziert erklärbar bleibt. Ich glaube nämlich nicht, aber damit kommen wir eigentlich aber auch schon. Aber damit kommen wir zum eigentlichen Punkt, nämlich zum Comment der Woche. Und da Grogi ja noch so ein bisschen auf Höschenpatrouille unterwegs ist, haben wir uns gedacht, wir übernehmen das diesmal. Wir haben nämlich einen ganz tollen Comment der Woche. Comment der Woche verlesen. Der Steff hat uns tatsächlich geschrieben, beziehungsweise hat Folgendes parat. Ja, moin moin aus der freien Hansestadt Bremen. Könnt ihr bitte das an die Leute von Game 2 beziehungsweise Colin weiterleiten? Ist passiert? Es passiert, ja. Und endlich werden Rundfunkgebühren sinnvoll ausgegeben. Smiley. So. Und folgender Anhang war noch mit dabei. Schade eigentlich, dass er seine Bankdaten ausretuschiert hat. Sonst hätten wir Daten bekommen und hätten ihn aus Rundfunksicht noch mehr ausnehmen können. Stell dir das mal vor. Nicht nur aus Rundfunksicht, kannst du ja überall dann eingeben, ja. Oder? Es wird auf jeden Fall. Ich hätte ihm mal ein bisschen was zurücküberwiesen. Meinst du? Ja. Ja, alles klar. Können wir vielleicht nächstes Mal machen. Ist das eigentlich wirklich so, dass wir Rundfunkbeitrag zahlen und dann unser Gehalt wieder aus Rundfunkbeiträgen zurückbekommen? Weil das ist eigentlich ein ganz geiler Deal. Ist eigentlich echt ganz gut. Ich weiß nicht, ob das rechtens ist. Lass uns schnell die Sendung beenden, bevor wir uns hier noch weiter reingehen. Höschen, Rundfunkgebühren, ganz kritische Sendung heute Abend. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Sendung. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Warte. Vorsichtig. Wiederschauen. Reingehauen. Oh, ey. War gut, ey. Hat Spaß gemacht. War ganz nice. Ey, ich weiß jetzt schon wieder, dass das hier, die Jungs aus Berlin, die werden wieder rumkacken. Die kleinen Monetti-Nerdscope-Leute, ja, oder was? Ja, die werden auf jeden Fall rumkacken. Die sollen mal herkommen. Ja, hast du gehört? Die sollen vorbeikommen jetzt demnächst. Die wollen halt wirklich, die haben ja vorgeschlagen, Moderationswechsel zu machen, ne? Ey. Ist das so ein Frauentauschding, oder was? Ey, ich mach nicht so einen Sexisten-Scheiße mit, ne? Ehrlich, Jungs, ich glaub nicht, dass ihr wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Ihr denkt sicher, ihr werdet hier bequem bis vor die Tür gefahren und löst dann völlige Ekstase aus. Ihr verdreht mir nichts, dir nichts, die Köpfe unserer Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter. Wir kredenzen euch hier ein in eurem Hipster Berlin so geliebten Chai Latte Grande mit Sojamilch, Karamellsirup und Haselnussnote. Und nach einem kleinen Moment für euch allein stülpt euch Miri noch Trendy Fashion aus unserem Haus über. Nadja macht euch noch hübscher, als ihr es ja ohnehin schon seid. Und zack, schon seid ihr im Studio und müsst nur noch eben Platz nehmen und unsere Sendung runtermoderieren. So denkt ihr euch das, oder? Aber so läuft das bei uns nicht. Ja, unsere Kaffeemaschine hier, die kann gar nicht so ein Chai-Latte-Krams. Kann ich gar nicht, nur normalen Kaffee. Nimm nur so Instant, aber das ist ja auch immer so die Frage.
sind ja Geschmäcker verschieden. Er will nicht. Oh. 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 Oh.